Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein neues Video steht an. Es ist jetzt 10 Uhr und ich bin schon zum Stadion gefahren. Dennis kriegt noch Behandlung. Es geht schon wieder los. Es kommt schon wieder ein neuer Vlog. Und deswegen englische Woche. Ich muss mich ein bisschen behandeln lassen. Außerdem. Wann gibt's die? Heute. Arbeitstag. Hey. Oder ich guck mal, deswegen. Ich wollte, dass ihr alle schon weg seid. Warum? Weil ich vermisse euch noch. Gut. So. Junge, wie lange sind deine Beine eigentlich? Storch. Wie ein Storch. Einer wird gestreichelt. Streicheln bei mir? Rechts links. Bei mir ist keine Streichel, oder? Bei mir ist nur rissige Massage bei mir. Bei ihm keine Entspannung, wirklich nicht. Ich gehst du den Muskel rein, wo tat weh und danach hast du deine Ruhe. Ich bin auch für diesen Holzknüppel, dass der mal richtig ins Bein reingekloppt wird. Da, der Hammer lag da. Guck mal, ich bin fit, brauch nicht diesen Hammer. Nee, ich weiß, wenn die mich ärgern, dann kriegt der Hammer. Tut dir nicht weh, der Hammer. Aber bis jetzt, dann kapitelt mal das Fleisch. Der hat auch Zeit, nicht so wie ich. Ach so. Das ist scheiße. Du hast noch mehr Zeit. Ja? Oh. Geht hier? Nur ein bisschen, das reicht. Bevor der Kapitän mit mir Ärger kriegt. Aber ich sag dir, diese Busfahrt auch, ne? Der hat mich rasiert, diese Busfahrt hat mich auch rasiert. Dein Face war sehr amüsant gerade. Jetzt kommt doch der Hammer, den brauchen wir doch. Nee, ist zu fest, deswegen muss ich noch kurz. Tut mir leid. Meinst du, das würde dir helfen, wenn das am Kopf auch mal gemacht wird? Nee, da ist schon vorbei. Muss ein Händchen halten. Komm, komm, komm. Halt Händchen. Nein, die ist nochmal schön. Nicht so? Wir haben alle so Angst. Das ist zu weich, ne? Das ist zu weich, die kennen das nicht. Das tut weh, Digga. Das tut weh, Digga. Ja, Digga, das hast du gehört. Das weh, Digga. 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 Gold, das sind Goldfüße hier, Sabi. Nichts hier nur in Gegenwart. Ja, ja. Doch zufrieden. Danke, dass du zufrieden bist. Danke, Inge. Gerne. Der Master. Ist ready. Behandlung beendet. Ich wurde schön geknechtet, aber jetzt bin ich bereit, tat gut. Ich gehe jetzt nach Hause, kurz Auto waschen, einkaufen, dann nach Hause und dann, ihr wisst, was es heute Abend gibt. Eine 37 Einheit. Oh, oh, oh. Freunde, Abschlusstraining ist beendet. Wir sind bereit. Dönerwerk hat mal wieder geliefert. Pizza 37 mit scharf. Mit alles. Mit alles. Knall ich mir jetzt rein. Und dann geht es morgen gegen Hildesheim, würde ich sagen. HSV liegt 3-1 hinten gerade gegen Norderstedt. Deswegen sogar morgen 1. gegen 2. Erstes Topspiel der Saison. Jalla. Eine Rolle. Oh, Dominik, Alter. Was sagst du eigentlich dazu, dass du so einen Papa hast? Hä? Ist komisch, ne? Ist auch dein Papa ein bisschen komisch, mein Schatz? Hm? Was ist mit deinem Papa? Hm? Du geierst auf meine Pizza, ne? Pagi sagt, du bist komisch, Mann. Du geierst auf meine Pizza. Pass auf, dass ich nicht über deine Glatze rolle. Lass ihn. Amazing. Gib ihn. Weißt du, das ist so richtig Show jetzt, dass du diesen scheiß Pizzaroller am Start hast. Zeig doch mal den Menschen, wie du normalerweise, wenn ich du richtig Schmacht hast. Mal. Nee, ich möchte gerne mal, dass du mal demonstrierst, wie du deine Pizza normalerweise isst. Ja, reißen. Jetzt bin ich raus. Ah ne, einer hat gesagt, ich soll die Pizza mal schneiden mit einer Schere, weil ich einmal ein Messer benutzt habe. Ja, das ist auch schlauer als so ein Scheiß. Nö, mach ich nicht nochmal. Also wer auch immer das gesagt hat, so mache ich das auch. Aber Dome macht das normalerweise weder so noch mit einer Schere, der reißt es einfach. Normalerweise reiß ich, weil ich... Ja, kannst... Weil was? Weil ich immer so krass Hunger habe und... Oder weil du einfach ein faules Miststück bist. Kannst du auch einfach mal so sagen. Und ein fettes... Ich habe Sabber im Maul, deswegen kann ich nicht reden. Ein fettes Mistschwein. Geht's? Ich sag dir, deine andere Technik liegt dir mehr. Was denn? Ja, das, was du da machst, schwierig. Runter, Fräulein.
Fahr runter. Fahr du mal lieber fester. Ein Pommes. Leute, holt's euch. Dein Papa gönnt dir nicht, ne? Vergiss die krass, Alter. Du gehst jetzt ins Bett. Ich möchte nicht ins Bett. Es ist 21.21 Uhr. Warum soll ich schon ins Bett? Besser für dich. Ja, dann gehen wir jetzt ins Bett. Die Regierung hat gesprochen. Dann wird schlafen. Alter, geht's? Mach nicht so aggressiv die Kissen vom Bett. Ich leg mich jetzt rein. Ciao. Ja. Guten Morgen, liebe Sorgen. Viertel vor acht und wir gehen gleich raus. Oh. Mimi, willst du nicht aufstehen? Bist du noch nicht bereit? Auf geht es, wir dribbeln los. Diesmal nicht so geil geschlafen, es ist einfach viel zu heiß. Bockt nicht, aber egal, hilft alles nichts. Es ist schon wieder Spieltag. Heute gegen meinen Ex-Verein, gegen VfL Hildesheim. Top-Spiel, Erster gegen Dritter, 9 Punkte gegen 7 Punkte. Also die werden hier schön mit Selbstvertrauen anreisen, aber das ist egal. Wir müssen Gas geben, wie jedes Spiel. Alles reinhauen, was wir haben, mehr investieren als der Gegner, wie jedes Spiel. Und dann sieht das auch gut aus. Ich freue mich drauf, ein paar alte Kollegen wiederzusehen und hoffe auf zahlreiche Unterstützung im Stadion. Ich glaube, wir haben jetzt gut vorgelegt. 3 Spiele, 3 Siege. Von daher vielleicht kommen heute ein paar Leute. Wir dribbeln jetzt hier unsere Runde zu Ende. Dann geht's nach Hause und dann gibt's Frühstück. So, Freunde, wieder zu Hause. Jetzt gibt's natürlich erstmal Frühstück. Cornflakes gehören mittlerweile dazu. Weiß auch nicht warum, aber aktuell sehr, sehr Bock auf Cornflakes. Dann Melonis, Ananas. Es ist wieder heiß heute. Viel Obst ist wichtig. Und a big one. Auf geht's. Hallo. Knall ich mir jetzt rein? Und dann bin ich fürs Erste bereit. Leute, ich schwöre euch, diese Flavorbombs im Kaffee. Ho, ho, ho! Warum hast du das Bett noch nicht gemacht? Weil ich keinen Bock hatte. So, Freunde, langsam Fokus. Nudeln sind in the making. Ich packe jetzt noch meine Sachen. Powerade ist am Start. Red Bull ist am Start. Energy J von Cis. Ganz, ganz wichtig. Game Changer in der Halbzeit. Ich kann es immer wieder sagen. Und ein Riegel. Ich würde sagen, ich knall mir die Nudeln gleich rein. 3 Stunden vorm Spiel. Und dann sehen wir uns im Auto. So, Abfahrt. Ich bin bereit. Hildesheim, Topspiel. Wer hätte es gedacht? Erster gegen Dritter. Hildesheim auch noch ungeschlagen. Deswegen kommen die, glaube ich, mit einer ordentlich Portion Selbstvertrauen. Aber das darf uns egal sein. Die Saison ist noch jung. Das hat nichts zu bedeuten. Trotzdem ist immer viel möglich, wenn man eine breite Brust hat. Deswegen müssen wir gewarnt sein und vorbereitet sein. Auf jeden Fall freue ich mich, Sie wiederzusehen. Ein paar verrückte Jungs von damals. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, ich hoffe wirklich, dass heute ein paar Leute kommen. Abendspiel, Flutlicht, gutes Wetter, auch gute Uhrzeit, 18.30 Uhr. Keine Ausrede, oh, ich muss morgen auf Arbeit. Man ist schnell wieder zu Hause. Deswegen würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere ins Stadion kommt. Aber dafür müssen wir auch performen. Aber das werden wir. Wir müssen einmal umstellen. Guda ist leider verletzt. Der wird durch weiß ich noch nicht wen ersetzt. Ich denke, da entscheidet sich der Coach kurzfristig. Aber dann geht's los. Deswegen würde ich sagen, Fokus rein. Und wir sehen uns im Stadion. Bravo! Ladies and gentlemen, it's match day. N'Golo, N'Golo! Volley the team! Volley the team! Let's go!
Chancen nicht reinmachst und so viele Fehler machst, dann verlierst du gegen jede Mannschaft. Ist leider so, aber man kann nicht jedes Spiel gewinnen, wir müssen weitermachen. Am Ende vielleicht auch nicht clever genug angestellt. 30 Minuten Überzahl, also müssen wir uns an die eigene Nase fassen, das war zu wenig. Sieg hergeschenkt, da war deutlich mehr drin. Normal musst du 4-1 zur Halbzeit führen, machst du nicht, dann verlierst du. Aber egal, es geht weiter. Duschen, ab nach Hause. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Gebrauchter Tag, ich hab's eben schon gesagt. Viele, viele Chancen liegen lassen. Erste Halbzeit musst du das Spiel eigentlich schon entscheiden. Haben wir nicht gemacht. Dazu haben wir viele Fehler gemacht. Aber das passiert. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und es geht weiter. Wir hatten gute Spielzüge dabei. Deswegen kein Grund, Kopf in den Sand zu stecken. Sonntag geht schon wieder weiter. Englische Wochen kicken. Und da haben wir die Chance, es besser zu machen. Das ist das Schöne am Fußball. Jetzt geht es nach Hause. Da wird noch kurz die Statistik ausgewertet. Ich glaube, heute bin ich ein bisschen gerannt. Ich hatte auch ein paar Läufe. Ich habe noch nicht geguckt, wie viel km ich geschafft habe. Aber ich habe gehört, das sieht spritzig aus bei dir. Habe ich mal mitgenommen, das Lob. Gerade nach einer Niederlage. Tut gut. Also ab nach Hause. Und dann geht's gleich noch in die Analyse rein. Herzlich willkommen, wir befinden uns im Loch. Wie tief ist es? Schon sehr tief. Ich muss sagen, solche Spiele tun weh. Dann spiele ich lieber Scheiße. Dann spiele ich lieber Scheiße, habe gar keine Chance, verliere komplett verdient. Aber so ist echt beliftend. Freunde, hier ist es 3-1 verloren. Und du gehst rein. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Sprintdistanz 1172 Meter, ordentlich. 12,17 Kilometer gelaufen. 28,8 km/h. Wir haben uns Juice unseren Hintern gemacht. Wir sind ein bisschen schneller geworden. Schneller Rennschnecke. Immer noch lahm, aber ich muss sagen, heute hatte ich ein paar gute Aktionen nach vorne. Leider nicht belohnt, aber kack drauf. Viele Dinger gehabt. Liegen lassen, passiert. Power 75 wieder im grünen Bereich. Gehen wir in die Einsleiten. Heatmap, wo ist sie? Hier unten. Ja! Ordentlich Meter gemacht, kann man mal so machen, aber leider 0 Punkte. Hier seht ihr es im Vergleich zum letzten Spiel, 0,68 weniger gelaufen, aber Spieldurchschnitt steigt und steigt und steigt. Wir sind jetzt schon bei 11,14. Ist nicht schlecht, kann man mal machen. Kraft, ja, ist eigentlich immer so identisch, kann man sagen, mal plus, minus 2, minus 3. Höchstgeschwindigkeit, wir haben immer noch keine 30 geknackt, also ist es halt so. Aha. Hier ist ein Ausfall. Habe ich nur zwei Sprints gemacht? Ja, okay. Nice. Steh doch mal dazu. Aber egal, hier seht ihr es nochmal. 13% vorne, 79% in der Mitte, 8% hinten. Erste Halbzeit, 15% vorne, 74% Mitte, 11% hinten. Zweite Halbzeit. Kann man mal so machen. Eigentlich recht ordentliche Statistik, wie ihr seht. Aber bringt alles nichts. 0 Punkte. Ja, Freunde, viel Zeit bleibt nicht. Sonntag geht es schon wieder weiter gegen Kiel 2. Ein anderer Gegner, ein bisschen spielstärkerer Gegner. Aber ja, Hildesheim ist jetzt Tabellenführer. Und wir müssen Sonntag gewinnen, damit wir da oben dran bleiben. Wird kein einfaches Spiel, aber wir sind bereit. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst, Glocke aktiviert. Like ist heute für einen saftigen Klaps auf den Poppes, dass es wieder besser wird. Da bin like ich dafür. Like ist für Kopf hoch, Flens. Like ist für einen kleinen saftigen Schmack ist auf dem Poppes. Du bist ganz schön dick geworden, ne? Mhm. Also Freunde, liken, kommentieren, abonnieren, kostet nichts. Würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns am Sonntag schon wieder mit 30 Jahren. Letzter Vlog mit 29. Wir werden alt. Und dann sehen wir uns mit Drahtigen 30 am Sonntag. Ciao. Ah, Dome, kommst du mal aus dem Loch? Und ich habe noch eine Sache vergessen. Ich habe wieder ein Geschenk bekommen, denn ich habe ja Samstag Geburtstag. Und der Betreuer hat mir mein altes Trikot einfach aufbewahrt und mir mitgebracht. Wie ist das? Also Daumen rein für den Betreuer von Hildesheim. Also vielen, vielen Dank. Coole Aktion. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt aber ciao. Du darfst jetzt wieder in ein Loch gehen.